Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Also wir hatten das letzte Mal, hatte ich ja gesehen oder gezeigt, dass wir PTA haben und dann die Einzelspielermissionen. Da hatte ich jetzt natürlich mich gewundert, warum diese pure Epicness-Sache nicht funktioniert und ich aber das Gold und die, na hier, diese Sprengladung nicht bekomme. Das klappt natürlich, aber die Bedingung ist, dass ich diese Waffe nicht in einen Container habe und auch nicht bei mir hier drinne in der in meinem Inventar, sondern ich muss sie in der Hand halten. Und dann klappt das. Und das bedeutet, dass ich dann hier dieses Geld gekriegt habe, also die Goldmünzen und dann den Sprengstoff, 10 Stück. Was jetzt natürlich nervig ist und ich hoffe mal, das wird vielleicht noch geändert von den Entwicklern, ist, dass wenn ich das Geld aktiviere, dann kann ich das ja mit Shift und rechter Maustaste machen. Das Problem ist nur, dass man jedes einzeln machen muss. Und das ist nervig. Also ich habe jetzt keinen Bock hier 30 Mal den Klick zu machen. Vor allen Dingen, das geht gar nicht schnell. Sondern da ist immer so eine Pause dazwischen. Das ist wahrscheinlich irgendwie angelehnt ans Essen. Sich reinpfeifen, haben sie wahrscheinlich die Programmierung einfach für die Goldmünzen übernommen. Also das macht eigentlich nur Sinn, wenn ich sage, ich mache jetzt alles, was ich habe, schreibe ich auf mein Konto gut, also Rechtsklick und zack, sind die 25 oder 26 Goldmünzen bei mir. Und wenn ich das nicht will, dann tue ich die sowieso portionieren. So hier. Und dann sage ich, gut, das will ich zu mir haben und das will ich nicht zu mir haben. Ja, das geht immer nicht. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen lasse ich das auch erstmal hier. Und wenn ich mal irgendwie nichts zu tun habe, dann werde ich diese Goldmünzen auf mein Konto gut schreiben. Gut, den Sprengstoff, den behalte ich natürlich, das ist klar. Und jetzt wollten wir nämlich, hatte ich das jetzt schon angesetzt? Das weiß ich gar nicht, da muss ich mal rausschauen. Weiter fliegen, weiter angreifen. Das war der Plan. So, jetzt hatte ich Glück gehabt, dass das nicht so hoch ist, weil ich mein Jetpack wieder nicht an hatte. Okay, dann schauen wir nochmal nach. Ja, genau, die hatte ich schon produziert. Ich habe die ja schon reingetan. Das ist alles klasse. Ansonsten können wir jetzt, wir haben 4 Konserven, das müsste reichen. Und den Sprengstoff, ja, den nehme ich mal mit, den kann man vielleicht mal einsetzen. Probieren. Wir probieren. So, dann starten wir. Checken nochmal die Energie. Das sieht gut aus. Sauerstoff ist ebenfalls okay. Dann machen wir los. Und schauen mal, wie der nächste Kampf wird. So, das, mein Plan ist jetzt eigentlich, dass ich, naja, Omikron, also die Thronbasis, die will ich auf jeden Fall noch hops nehmen. Und dann werde ich mich zum Mond aufmachen, weil auf dem Mond müssten ja ganz schön viele Ressourcen sein. Diese dann alle abbauen, so mehr oder weniger, und dann ein Warpfähiges Raumschiff bauen. Also das ist so der nächste Plan, dass ihr Bescheid wisst, euch drauf einrichten könnt. So, das war, achso, das war die Richtung, okay. Ah ja, das mit dieser Waffe auswählen, gut. Nachladen, also schauen wir nochmal. Wir sind jetzt, das bin ich. Okay, ich dachte schon hier. So, das sind die beiden Sachen, die wir jetzt geklärt hatten und da hatte ich doch gesagt, es gibt ja noch eine andere Struktur. Die war dann aber, sehen wir die von hier oben aus, da war die dann weiter dahinter. Na, dann fliegen wir erstmal in die Richtung. Weil so viele Strukturen, so viele haben wir eigentlich noch gar nicht entdeckt. Also wir haben die zwar von der Ferne gesehen, aber jetzt in die Nähe, dass wir die erscannt haben,
Haben wir noch gar nicht. Wir sind aber im großen Bogen vorbeigelaufen, oder? Ah ja, das war das Spaceport. Das war das Einzige. Also die ganze Drohnenbasis und so, die ist gar nicht so auf unserem Radar. Und was auch geändert wurde, es gab jetzt wieder mal ein Update, ist, dass die Drohnen wieder weg sind. Also die sehen wir nicht, so wie es mal zwischendurch war. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem oder ein Fehler war oder unbeabsichtigt oder ein Test oder so. Ich weiß es nicht. Aber gut. Da ging ja auch die Meinung auseinander mit dieser Sicht der Drohnen. Wobei das eigentlich gar nicht so... Ah, da, genau, damals. Wobei das gar nicht so verkehrt ist in der Form, wenn man zum Beispiel sagt, man kann einen extra Scanner bauen, der jetzt zum Beispiel die eigene Reichweite oben rechts etwas erweitert, oder man gibt so wie so einen Impuls und kann dann vielleicht auch für eine bestimmte Zeit nur den oder die Drohnen aufdecken. Das wäre zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn man sowas für die Mineralien hätte. Da muss man ja nicht überall rumfliegen, sondern man macht so einen Impuls, scannt den Planeten kurz, vielleicht so später. Da haben wir es. Ach, das ist das gleiche Radar-Ding. Na gut, das haben wir ja schon irgendwie durch, oder? Also da wissen wir ja, wie das einzunehmen ist. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt machen will. Wollen wir uns lieber was Neues suchen, irgendwas anderes. Das würde ich ja dann in der gleichen filigranen Art wieder übernehmen. So, da oben war da jetzt was? Nee, da war im Prinzip nur der dann die Haube drauf. Da fliege ich mal rückwärts hier runter. Oder ich fliege einfach mal, was haben wir gesehen hier? Zu dem hier. Zum Spaceport. Weil ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Also machen wir dann doch hart rechts. So. Genau, dann machen wir das so. Also das wissen wir jetzt Bescheid, wie das ist. Das werde ich mal so in ruhigen Minute nebenbei. Nehme ich das mal aus dem Verkehr. Ja, da bin ich nämlich schon gespannt so ein bisschen. Also Mond, gut, den Mond kennen wir, aber wie dann so die anderen Planeten sind. Weil es gab ja nun doch schon regelmäßig Updates. Ich denke mal so Akua oder so und dann die ganzen anderen Alien-Planeten, die wir jetzt ja schon lange nicht mehr gesehen haben, die haben sich bestimmt ganz schön geändert. So, vielleicht etwas höher, sodass man eine bessere Übersicht haben. Ich weiß gar nicht, wie weit man dann sehen kann. Oder wann die dann auftauchen. Na gut, Richtung stimmt. Okay, das klappt. Das ist gut. Zack, da ist es. Da ist es. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie der Feind reagiert auf uns. Also wie viele Geschütze, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann natürlich mal... Ach, ich lass mich überraschen. So, Spaceport. Wahrscheinlich... Na, wir schauen mal. 300 Meter neu, jetzt müsste eigentlich losgehen, oder? Mit Blitzen am Horizont. Genau, da haben wir's. Da ist es. Ach, da oben, das war völlig falsch geschossen. Hat einen ganz schönen Verzug. Alter, schießt vorbei. Na, der aber auch. Machen wir jetzt einen. Oh ja, dreimal, hä? Wahrscheinlich ist es effektiver, die hatte ich schon mal gesagt. Ja, bleib. So, okay, Truppentransporter wieder. Nachladen. Wie sieht's aus jetzt bei mir? Ich habe ganz schön was abbekommen. Aha, vorne alles weg. Gut.
Das wäre dann mit Stahlblöcken, werde ich das dann erweitern. Das hat man ja gesagt. Das war okay. Das ist erstmal billig. Diese Alien-Blöcke, wenn man die standardmäßig baut. Na, wo kommt er? Na, endlich, komm. Wo ist er? Unter mir, oder was? Über mir. Da ist er. Nee, das war die Drohne. Aha. Na gut. Irgendwas abgesetzt? Nö, finde ich jetzt nichts, oder? Seht ihr was? Gut, dann werde ich die mal looten, die beiden Drohnen. Das heißt, ein Geschütz haben wir zerschossen. Und jetzt checken wir die Lage her. Wir haben natürlich auch ganz schön was eingesteckt, aber okay. Oh Gott. Kann man alles gebrauchen. Sehr schön. So, dann flitzen wir erstmal zurück. Dann reparieren. Aha. Minigun-Drohne. Gut. Ach. Komm, nimm. Gut, nächste Drohne. Zack, zack, da kommt der Transporter. Da flitze ich mal wieder rein in meine Hütte. Sicher, sicher. Türe zu. Okay. So, jetzt tun wir erstmal die Sachen hier abladen. Ah ja, jetzt haben sie was gespawnt. Fliegt da wieder davon. Der feige Hund. So. Gut. Nachladen. Nachladen. Wir checken mal die Lage. Wie sieht's aus? Da drüben laufen sie. Okay, die können wir eigentlich dort lassen. Das stört mich jetzt eigentlich nicht. Die Minigun-Drohnen haben wir geplündert. Ich würde sagen, ich schalte nochmal das andere Geschütz aus oder schaue, ob es ein anderes Geschütz gibt. Und dann wieder hochscrollen hier. Dann klären wir das hier. Ah, diese Schrift, die müsste man mal wegmachen. Das stört, man kann gar nicht hinter die Schrift gucken. Nervt ein bisschen. Ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Nee, alles leer. Das war ein Geschütz an die Bus. Ein Geschütz. Das ist ja jetzt nicht so wild. Ein Geschütz. Na gut, dann nehmen wir das etwas hoch. Dann nehmen wir das dann auch noch hops. Das war gut. Das war gut. Ein klarer Schuss. Gezeigt, wer der Chef ist hier. So. Okay, jetzt ist natürlich, jetzt wäre natürlich cool, einen Bodengleiter zu haben, der sozusagen hier alles klärt. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil von diesen Schiffen. Ich finde das eigentlich, das müsste man auch so ein kleines Bordgeschütz haben irgendwie. Wo man sagt, hier... Da, das klärt das dann alles ringsrum. Aber gut, okay. Soll nicht sein. So. Oder man kann man eigentlich den Bodengleiter, den könnte ich doch an dieses Ding dran machen. Das müsste ich mal probieren. Genau, das müsste ich mal probieren. Ob ich den Bodengleiter irgendwie mit an dieses Raumschiff dran machen kann, sodass ich den mit mir rumschleppe und dann als quasi Verteidigung nehme. So.
Naja, jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Also ich würde jetzt erstmal vielleicht... Ich würde jetzt vielleicht... hier landen. Direkt drauf. Am besten vielleicht. So, da werden wir erstmal... Naja, ich wollte gerade sagen, da wollen wir erstmal alles aktivieren. Wir schauen mal. So, dann nehmen wir vielleicht erstmal diesen Endspawn-Punkt da oben weg. So ist die Frage, wie die Raketen zielen, ob ich zu nah bin oder nicht. Ah, das war natürlich fett reingehauen. Ah, das war natürlich... Ich will natürlich nie allzu viel zu stören. Na gut. Okay, den haben wir zwar weggenommen, aber egal. Weil ich will ja noch ein bisschen was looten. Und erbeuten. Gut. Gut, dann machen wir folgendes jetzt. Nahkampf. Nahkampf. Ausmachen. Und dann schauen wir mal. Er kommt noch auf. Die Frage, ob ich überhaupt so weit komme. Vielleicht sollte ich doch erstmal das Scharfschützengewehr nehmen. Das hat man jetzt schon mal mit der Reichweite. Ja. So wie der wackelt, dann ist der wahrscheinlich schon tot. Das hatten wir auch schon mal. Der kommt her. Alter, ein Schuss, ein Kopfschuss. Geil. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. So, hier war irgendwo noch so ein komisches Vieh. Das nicht. Das auch nicht. Da auch nicht. Das ist so ein weißes. Na gut, dann checken wir erstmal die Lage. Okay. Ah, genau, das meinte ich hier. Da habt ihr das gehört. Da kippt er um. Und der andere ist wahrscheinlich auch weg, oder? Genau, da kippt er auch um. Ah, das ist so blöd. Ich meine, da ist eine Reichweite, da zeigt mir das an und dann weiß ich nie, habe ich die erwischt oder habe ich sie nie erwischt. Das finde ich schlecht. Also dann sollen sie auch umkippen. Wo war er? Hier war er, der Kumpel. Ach, da hinten ist er. Da steht er. Der Spacko. Na, komm her. Genau, immer in den Schädel. Immer in den Schädel. Den meinte ich. So. Was haben wir hier? Fleisch. Gut, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann hatte ich ja eh noch weggesnipert. Ne, das war der. Und hier oben war einer, oder? Die sieht man gar nicht mehr. Hä? Na gut. Das ist der. Dort ist der. Den hatte ich schon. Ne, den hatte ich nicht. Den hatte ich nicht. Aha. Ach, da war das der. Egal, egal. So. Das heißt, Cliffhanger, wir werden das nächste Mal den Spaceport angreifen. Jetzt noch nicht. Heute noch nicht. Ich repariere dann erstmal hier, nicht, dass dann hier noch was schief geht. Und dann greifen wir den an und übernehmen den. Also, bis dahin. Ciao.